Hey, grüß dich. Du bist herzlich willkommen auf meinem Kanal für Wesentliches und Heilsames. Ich bin Christoph Pollack. In diesem Beitrag geht es um die tiefere Bedeutung der Wochentage und du wirst staunen. Im ersten Teil werde ich dir zeigen, dass Nomen est Omen, also in dem Namen, gibt es verborgene Bedeutungen, die wir gemeinsam offenlegen. Da freue ich mich drauf. Und im zweiten Teil zeige ich dir, wie in dem Wochenkreis bestimmte physikalische und astronomische Fakten verborgen sind. Legen wir einmal los und beginnen hier mit den 7 Wochentagen, so wie ich das von meiner Oma gelernt habe, dass es mit dem Sonntag losgeht. Also wir beginnen hier mit dem deutschen Sonntag und Montag. Und wenn wir jetzt aber einfach unseren Blick erweitern in der Etymologie, das heißt, wo die Weisheit der Sprache, wie ist das in anderen Sprachen, dann werden wir ganz spannend entdecken, dass wir hier im Sonnentag die Sonne verborgen haben, wie auch im Englischen zum Beispiel in Sun. Day. Für Montag haben wir im Französischen zum Beispiel lundi oder Spanisch lunes. Da steckt ganz eindeutig der Mond drin. Auch im Deutschen sehen wir das ja noch Montag oder Monday im Englischen, also der Montag. Bis hierhin ist es noch sehr, sehr leicht und sehr eindeutig, dass der erste Tag mit der Sonne, der zweite Tag mit dem Mond zu tun hat. Und was am allerstärksten eben rausgefallen ist, von wo wir gar nicht mehr richtig erkennen können, wo es herkommt, ist der Dienstag, der Mittwoch und der Samstag. Und es ist ganz spannend, dass die Babylonier schon diese 7-Tage-Woche hatten und dass man also die größten Wanderer am Himmelszelt, die zwei großen Lichter Sonne und Mond und die 5 kleineren, hat man einfach auch wie mit Götterbildern, mit Urbildern verbunden, sodass wir also hier bestimmte Urbilder immer auch Götternamen tragen. Und alle diese sind mit dem Auge, mit dem bloßen Auge sichtbare Wanderer. Planet bedeutet einfach Himmelswanderer vom griechischen Planetei. Und das bezeichnet genauso auch die Sonne und den Mond, die ja auch an unserem Himmel sichtbar wandern. Dann gehen wir einmal mit dem Dienstag los. Da haben wir, wenn wir nachvollziehen, haben wir so diesen Gott, der früher Tio oder Zio genannt wurde. Und das war ein Hauptgott bei den Alemannen, der dann in späterer Zeit zum Beispiel der Schützer der Ting-Versammlung genannt wurde oder der Wahrer des Rechts oder auch so etwas wie ein Kriegsgott. Mardi, französisch, wo es praktisch der Marstag, also der Kriegsgott Mars auch drinsteckt, da haben wir wieder eine ganz ähnliche Verbindung hier bei diesem Tag Dienstag. In den Dialekten, wenn wir mal in die Schweiz schauen, dann haben wir Züsti, Bern oder Ziestig, wenn ich es nicht richtig ausspreche, verzeiht mir bitte. Und auch noch im Schwäbischen gibt es den Zeistig, der also auf diesen Gott Ziu, Tiu oder Tür hinweist, der dann aber den Kirchenvätern einfach zuwider war und deswegen haben die dann eingeführt, dass man den Aftermeendig nennt oder wie auch immer ihr das im Schwäbischen sagt. Das ist also der Nachmontag. Im Englischen ist es eben der Tuesday. Also auch da spüren wir noch dieses Tio, Tio, Tuesday. Das hier ist der Marstag. Und kommen wir nun zum Mittwoch. Auch hier ist eine Bedeutungsverschiebung erfolgt. In der Reihung macht es ja Sinn, wenn wir die Mitte hören. Sonntag, Montag, Dienstag, die Mitte, Donnerstag, Freitag, Samstag. Da haben wir wirklich die Mitte. Aber ursprünglich steckt da etwas anderes dahinter. Da steckt nämlich auch wieder ein Hauptgott dahinter, Odin, Wotan. Und wir be begegnen dem noch in dem Englischen Wednesday oder dem niederländischen Wöhnstag. Also Odin, Wotan steckt da auf jeden Fall mit drin in der Bedeutung. Und das ist ganz spannend, dass wir, wenn wir dann in andere Sprachen schauen, zum Beispiel Französisch, Mercredi, Merkurtag oder auch eben im Albanischen E, Merkure. Da haben wir wirklich sehr deutlich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Albanisch. Auf jeden Fall steckt hier der Merkur drin. Der Merkur ist verbunden mit Weisheit. Odin ist der, der die Weisheit der Runen zu den Menschen gebracht hat. Er wird als der Einäugige dargestellt. Es ist so eine richtige Merlin-Figur. Er heißt auch der Wanderer, ja, dem alle Weisheit aus der Luft zufliegt. Das sind alles Merkur-Themen, Merkur-Thematiken. Und das ist unglaublich spannend, wenn wir auch denken, was bedeutet das denn, wenn man so ein Auge offen, ein Auge zu hat? Der Einäugige, das bedeutet immer, bitte lies zwischen den Zeilen. Ich gebe dir Informationen weiter, die vordergründig, aber auch mit dem Herzen tiefer noch verstanden werden kann. Dieses Augenzwinkern, das man oft bei Astrologen sieht, ja, das einfach bedeutet, prüf du selber, lies zwischen den Zeilen und spür mal, was da ist. Kommen wir weiter und betrachten einmal den Donnerstag. Dann fällt uns dieses Donar auf.
Und da wissen wir ganz gut, das ist ein Gott, der wird auch als Thor bezeichnet. Und im Englischen haben wir dann eben Thursday. Gehen wir die romanische Linie, haben wir im Spanischen Jueves oder Jeudi im Französischen und haben hier ganz klar den Jupiter, also den Dia Jovis, wie auch dann die Lateiner sagen. Donnerstag, Dona, Tor, diese Verbindung, haben wir den Jupitertag. Bei Freitag ist es der Freya-Tag. Hier geht es also um die Frauen, um die weibliche Göttin. Im Lateinischen Dies Veneris oder Französisch Vendredi. Und da sind wir bei der Venus angekommen und haben auch noch den wunderschönen Morgen- und Abendstern, diese leuchtende Kraft als Venustag, den Freitag, bezeichnet, wie auch der Jupiter ja wunderschön am Himmel leuchtet. Und nochmal die Erinnerung dran, hier geht es also immer um Dinge, die sich miteinander verbinden. Einmal ist das im Himmel zu Erlebende wie eine Urkraft, das ist das Größte, was es gibt. Und diese Kräfte wirken jetzt nicht unbedingt physikalisch herab, so wie es beim Mond ja tatsächlich der Fall ist, sondern dass wir uns das eher vorstellen wie ein Kräftewebstück in der Natur, wo wir sagen können, Venus hängt alles zusammen, was mit Schönheit, mit Anmut zu tun hat. Sanfte Täler, das Herz, die Rose, der Bergkristall, der Nacken, die Hügel und so weiter. Also, dass wir einfach spüren, wir benennen es halt mit einem Namen, aber dieser Name ist wie ein Codewort, das für ganz, ganz, ganz vieles in der Natur steht. Und die Verbindung, dass wir dem, wenn wir das am Himmel erleben, als wandernde, leuchtende Dinge vor dem Fixsternhimmel, hat es ja auch sehr viel Sinn, dass wir dem dann praktisch Mythologien, dass wir Geschichten uns darüber erzählen, erzählen von der Göttin Freya, dass wir uns erzählen von der Göttin Venus, von der Aphrodite und all diese Geschichten, die Mythologien, die da so eng mit diesen wandernden Lichtern am Himmel verbunden sind. Und davon haben wir 7. Das steckt alles in unserer Woche drin. Der Samstag ist für alle, die Englisch sprechen, sehr leicht zu verstehen, denn es ist der Saturday. Das ist also der Saturntag. Damit haben wir alle der 7 beisammen. Wir haben diese Bedeutung Samstag aus dem Sabbat vermutlich entlehnt. Oder auch gibt es ja die Bezeichnung des Sonnenabends. Also auch da ist gearbeitet worden, dass da die Quellen in der Etymologie nicht mehr so deutlich sich zeigen können, sondern dass man da ein bisschen putzt und reinigt, so wie hier bei dem Dienstag mit After Montag, ja, nach dem Montag. Und schon sind wir bei Teil 2. Hier wird es unglaublich spannend, weil jetzt geht es darum, um die Reihenfolge dieser Woche. Und es ist unglaublich spannend, was sich da zutage tragen lässt. Es gibt ein Volk, das für die Sternenkunst sehr berühmt war, das waren die Chaldeer. Und die Chaldeer haben diese Reihe hervorgebracht, die bis heute Gültigkeit hat, die nach den relativen Bahngeschwindigkeiten geht. Zum Beispiel Saturn, der äußerste der Sichtbaren, der ca. 30 Tage umrundet. Hier Jupiter mit 12 Jahren, hier etwa 2 Jahre bei Mars. Unser Sonnenjahr, das mit 365 Tagen dem Erdenjahr entspricht. Dann haben wir hier das Venusjahr, das kürzer ist. Ich meine, das sind 224 Erdentage, wenn ich das ablese. Dann Merkur 88 und der Mond bekanntlich etwa 28 Tage. Das bedeutet, dass wir hier von langsam nach immer schneller gehen. Diese Reihenfolge ist also auch bis heute eine astronomische Tatsache und dies schon über mehrere tausende Jahre von den Chaldeern bekannt und überliefert. Welche Bedeutung das hat, will ich dir einmal jetzt zeigen. Und zwar notiere ich damit einmal das kreisförmig, diese Symbole. Ich starte mal beim Mond, gehe weiter mit Merkur, mit Venus, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn. Und ganz interessant, wenn wir jetzt einfach mal schauen und verbinden miteinander, wenn ich hier beginne mit den Wochentagen. Wie haben die Wochentage mit dieser chaldäischen Reihe zu tun? Schau mal, wir starten beim Sonntag und gehen rüber zum Montag. Vom Montag geht es weiter zum Dienstag, vom Dienstag zum Mittwoch, vom Mittwoch zum Donnerstag, vom Donnerstag zum Freitag, Freitag zum Samstag und Samstag schließt sich der Reigen beim Sonntag. Es entsteht hier ein 7-Stern. Das ist unglaublich spannend, dass du merkst, dass also praktisch die Woche nicht willkürlich zustande kommt, sondern dass hier wirklich eine tiefe Gesetzmäßigkeit, die mit den relativen Bahngeschwindigkeiten dieser sichtbaren Planeten zu tun hat, wobei ich jetzt auch die Himmelslichter Sonne und Mond als Wanderer bezeichne. Ich gehe jetzt noch einen Schritt tiefer und zeige dir, wie diese Reihung auch sinnvoll sich niederschlägt im Periodensystem der Elemente, wie nämlich die Atommasse in Verhältnis steht dazu. Und zwar
haben wir den Start mit Maß. Das steht für das Eisen, ist mit dem Kräftefaden Eisen verbunden. Jetzt geht es zum Kupfer. Das nächst schwerere Element in der Atommasse ist das Silber. Vom Silber springt es wieder 1, 2 weiter zum Zinn. Vom Zinn zum Gold, vom Gold zum Quecksilber und schließlich vom Quecksilber zum Blei. Also du merkst, hier geht es praktisch immer 2 Schritte weiter und so kommen wir ganz sinnvoll. Also haben wir auch hier eine physikalische Tatsache in unserer Woche verborgen. Ich finde es unglaublich faszinierend, wenn wir uns mal beschäftigen mit solchen Dingen, einmal wagen, ein bisschen uns tiefer zu begeben in diese Materie hinein und merken, wie sinnvoll und ordentlich die Welt gegliedert ist. Und vor allem finde ich spannend, welche Auswirkungen das haben kann. Wenn du denkst, früher die Großmütter haben vielleicht am Montag den Wäschetag gemacht, da sind sie umgegangen mit dem Element Wasser, haben die weiße Wäsche gewaschen, früher vielleicht an kalten Stellen, wo die Weide gewachsen ist, also mondenhafte Pflanzen mit dem Wasser umgegangen sind. Am Dienstag wurde dann gebügelt, man hat das heiße Eisen angefasst, auch hier haben wir es wieder mit dem Eisen zu tun. Am Mittwoch wurde reingemacht, der Staub und die Luft. Am Donnerstag wurde dann vielleicht einkaufen gegangen, man hat die Fülle in sein Haus eingeladen. Am Freitag wurde dann Brot gebacken, ja, man hat wie die schwangere Frau, die Freya, hat dann dieses Brot hervorgebracht. Also du kannst dir überlegen, welche Zusammenhänge da sind. Am Samstag vielleicht im Garten die Sachen repariert, die Zäune instand gehalten, damit wieder Saturnkraft da ist. Und dann am Sonntag wurde sich festlich gekleidet. Man hat einen Sonntagsspaziergang gemacht, hat ein bisschen vielleicht ein besonderes Frühstück, hat mehr Zeit oder ist eben in die Kirche auch gegangen, hat also sich erfüllt mit Dingen, die aufbauend sind, die spirituell sind, aber auch den Körper vielleicht ertüchtigt bei einem Sonntagsspaziergang und ist in die Sonne hinausgegangen und hat einfach diesen Tag genossen. Also wenn du einmal schaust, wie schön unsere Woche organisiert ist und Bilder bekommst, zum Beispiel dieses Bild, meine Oma hat immer gesagt, in 8 Tagen. Und ich denke, ja, es ist wie der Alltag. Die Woche ist wie eine Allwoche. Und wenn wir alle Strahlen des Regenbogens, alle 7 Farben immer wieder erleben in der Woche, dann macht uns das auch irgendwie rund und vollkommen. Und wir können immer spüren, wie die 7 als Zahl sich plötzlich in die 8 hineinrundet. Und das kennt auch jeder Musiker als Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, Do, Do. Auch da rundet sich die 7 in die 8. Solche Zusammenhänge wollte ich dir heute zeigen. Heute ein bisschen tiefer haben wir angeschaut, wie die tiefere Bedeutung der Woche ist. Ich danke dir herzlich für dein Interesse. Ich bin Christoph Pollack und wenn du Lust hast, mit mir zu arbeiten, kannst du einmal die Kunst der Spagyrik erlernen, die praktische Arbeit, aus der ich viele solche Erkenntnisse ziehe und mit einem kompletten Kurs der hermetischen Naturkunde, wo wir all diese Themen, Luftelement, Feuerelement, die 3 Prinzipien in der Tiefe wirklich du erlernen kannst in 3 Monaten und dann eben, wenn du willst, in die Praxis weitergehen, in die Spagyrik oder du kannst mit mir in ein Lebenscoaching kommen. Das Inner Circle Coaching kannst du 3, 6 im Moment oder auch ein Jahr lang mit mir arbeiten, um wirklich deine Dinge zu erkennen, dein Wesen zu erkennen, deine Essenz zu leben und dass du Begleitung von einer starken Gruppe, die miteinander arbeitet, sich jede Woche trifft. Herzliche Einladung dazu. Wenn du mehr Klarheit möchtest, klickst du unten und nimmst dir dieses Blatt für sofort mehr Klarheit mit. Ich werde auch in Zukunft dir verfügbar machen, mein kleines E-Büchlein Hermetische Naturkunde. Ich freue mich und danke dir für dein Interesse und bis zum nächsten Beitrag, dein Christoph.